Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Three Houses, wo wir hier in der Nebenmission von Anna sind, die nicht sehr viel zu dem Gelingen ihrer eigenen Mission beitragen kann, außer hinten zu stehen und auch darauf aufzupassen, dass sie nicht stirbt. Weil sie ja so super schwach ist. Ach ja, ihr könnt ja auch noch sehen. Reite davon, Lestitia. Reite davon. Hat irgendwie eine Heilung nötig? Nein. Da noch einer. Da ist ja noch einer. Das sind ja echt kein Ende. Au. Ein Hammer, dankeschön. Und dann nehme ich so. Das. Irgendwie seltsam, dass der einen physischen Strategen dabei hat. Naja, der hat ja wenig so eine Stahllanze. Kommst du gar nicht ran. Kommst du auch nicht ran? Ist ja unglaublich. Jetzt aber. I just worked harder. So. Du kannst dich bestimmt um den da kümmern. Ist nämlich auch gleich weg. Daneben. Was bist du für einer? Du kannst mit Stahl passen, alles klar. Das kriegen wir hin. Kannst auch nicht für Ingrid tanzen, dann kann Ingrid nochmal ziehen. So, dann kann Ingrid nämlich den da besiegen. So, du schaffst es nicht, den da zu besiegen, oder? Nein, natürlich nicht. Dann eben so. Gucken, dann kümmern sich Felix um den da und wir nehmen dann den dahinter. Geht doch. I can feel the difference. Reicht für dich. Alles, was du brauchst. Not so bad. So. Should I have held back? Gut, bleibt wirklich nur der eine da hinten. And that's a wrap. Did we take too much? As if there is such a thing. Well, what goes around, comes around. So, haben wir das auch. Wow.
Wer hätte gedacht, dass das die Yuri MVP wird? Oh, die geheime Transportarmee. Das haben wir doch ganz gut hingekriegt. Tja, das habe ich nicht kommen sehen. That makes two of us. But either way, I'm still grateful for your aid. And just look at how much we got back. It should cover all our costs and then some. You'll be rewarded handsomely. Danke. Though if that guy calls himself a merchant, maybe I shouldn't call myself one. We'd better submit a proper report and get some people to teach him a real lesson. I almost feel bad for Pilardo. No, wait. He tried to rip me off. I don't feel bad at all. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon durch. Was haben wir hier jetzt noch? Könnt ihr auch mal langsam abarbeiten, ne? Ist Beilef gerade hochgesprungen? Tatsächlich! Ich kann sie springen lassen! Boink. 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 Und wieder was dazu gelernt. Ja gut, das sollten wir hinkriegen. Sure thing. Miau. Face it, I'm better than you. I'll go. Na, nehmen wir das Eisenschwert. Das reicht ja. Ach ja, jetzt ist die Sonne ja wieder da. Ah, mit denen noch kaputt. Müssen wir wieder zum Schmied unsere Waffen mal wieder auf Vordermann bringen. Just give up. Und die Bataillone sollten wir vielleicht auch mal wieder auffrischen. Oh, ich hätte mal Konstanz betanzen sollen, aber egal. Nehmen wir den Kurzspeer. Be gone. Oh, ein wertvolles Geheimnis, wie schön. Naja, sie hätte so Probleme mit Wäldern jetzt. Oh, wir haben Anna außerdem mitgenommen. Naja, sie wird es überleben, denke ich. Also irgendwie zu der Mission gibt es nicht allzu viel zu sagen. Das macht sich ja eigentlich alles so ziemlich von alleine fertig. Just give up. Oh, daneben. Daneben. Naja, dann müssen wir uns gleich Personen um den kümmern. Kann sich Sylvain um den Bogenschützen hier kümmern. Au. Kann sich, glaube ich, besser um die Gepanzerten da kümmern. So, jetzt ziehen wir die hintere mal weiter vor. So, geht doch. Here.
What's next? So, dann haben wir noch die hier. Ein bisschen Bogentraining tut hier, glaube ich, mal ganz gut. So, ihr macht das schon. Ich finde es erstaunlich, dass sie alle lieber auf Sylvain gehen. Wahrscheinlich, weil sie Yuri gar nicht erst treffen. Der macht hier das Kapitel ganz alleine. Die anderen machen sich hinten schon eine Tasse Kaffee fertig. Fertig! Ja, verdient. Und ich springe, springe, springe im Sauseschritt. Boink. 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 So, Zeit für ein bisschen Unterricht. Du brauchst deinen Bogenunterricht. Go on. Off. Thanks for the. Off. Thanks for the. So. Nicht du. Vielleicht später. Na, wenn sie so kurz davor ist. So. Nein, das können wir nicht automatisch verteilen lassen. Sind ja fast keiner mehr. So, können wir auch schon die Woche. Nein. Wir sollten ihre Ziele mal aktualisieren. Die ist ja immer noch bei Reitzielen. Thank you. Wie sieht's hier aus? Immer noch 74. Immer noch 30. Was brauchst du eigentlich hierfür? Brauchst du auch A. Reiten, Lanz müssen wir deine Ziele mal anpassen. So. Und reparieren müssen wir ein bisschen was. Das geht eigentlich noch. Sollten wir vielleicht auch langsam reparieren. Lucy braucht ihr nicht.
Ja, sollten wir vielleicht mal reparieren. Haben wir noch einen Stahlbogen? Oh, wir haben sogar Silberbogen. Interessant. Warum nicht? Items. Was trinkt man einen besseren Bogen? Das hat 8, das hat 6. Dann legen wir das ab und geben dir eine Axt stattdessen. Können wir dir vielleicht auch noch ein Schwarze geben. Da kannst du dann deinen etwas geringeren Angriff mit hochkurbeln. Da haben wir hier noch irgendwas Hübsches. Das könnten wir nehmen, um den Angriff hochzukurbeln. So, was haben wir hier noch? Ein Geheimbuch kannst du dir eigentlich auch nehmen. Kannst du später in Skill schwimmen? Mach die Charme, okay. Gönn dir einfach mal. So, das kann alles weg. Und das. So, die Windruferstiefel gönnen wir uns. Haben wir noch eine Engelsrobe. Die gebe ich auch mal Lucy, damit sie uns nicht sofort vom Fleisch fällt. Und kann sie wenigstens ein bisschen besser was einstecken. So. Okay, den kannst du ja nicht auch gleich haben. Weil den gebe ich lieber Konstanz. Das ist ja viel besser. Das brauchst du alles nicht. So. Das haben wir eigentlich jetzt für Bataillone dazu bekommen. Plus 5 Bewegung. So. Und du kannst du deine eigenen mittlerweile nehmen? Da. Das macht bei dir mehr Sinn. Wow, halt für 50% des Schadens, der Gegner im Zielgebiet zugefügt wird. Nicht schlecht.
Das ist ja nicht schlecht. Die Sternritter, das klingt aber schön. Na, für die A-Leute bist du noch nicht gut genug für. Aber B kannst du führen. Haben wir B? Sehr schön. Was haben wir hier noch? Ach, das ist ja nur der eine. Dann können wir den eben schnell machen. Sylvain, I want to apologize for the other day. The other day? What are you talking about, Felix? Is this a trap? You know, when I called you insatiable. Oh, that? Can't say it didn't hurt, but you have nothing to apologize for. I mean, you've said worse, Felix. Considerably worse. Come on, we've known each other since we were kids. We're not gonna let your constant verbal abuse get in the way of our friendship, are we? No, I suppose not. Whenever I started doing something dumb, you'd yell at me about it. And whenever you dragged me into something, Ingrid would find out and start lecturing us. All these years and not much has changed, has it? But you're different, Felix. You used to be so, I don't know, carefree when we were young. Now you're the exact opposite. Well, you're not any different. Good for nothing then, good for nothing now. Again with the abuse. This from the guy who's always been by that good for nothing side. So, did you come to apologize or to insult me? I was on my way to train and I saw you. That's all. You're off to train again? Now who's insatiable? Better than sitting idle like you. A little idleness would do you some good, pal. Come on. Let me buy you something to eat. No. You have to choose, Felix. Our friendship or your training? My training. Goodbye for now. What did... Is he... Wait, Felix, I'll come train too. Wait up. Na, ich mag den Support irgendwie. So, das hätten wir. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Ich will meinen Rang in Vernunft hochkriegen. Also gehen wir wohl ins Kloster lernen. So leid es mir tut. Excuse me, Professor. I know how I... Forgive me, just know that... Ja, mal, wir haben den Rang bald. Wir sind schon bald bei B. Manuel, we can't do. I've always, you're a very. Ah, Fortbildung. So, was machen wir jetzt? Ach, wir können auch die Blumen abholen. Natürlich süßes. Und nochmal. So, und fliegen bitte. Vielleicht noch mehr süßes. Ich kann eigentlich auch nochmal zum Shop laufen und die ganzen Sachen verkaufen, die wir gerade bekommen haben. Hallo Ingrid. Oh no. Hallo Torwächter. Professor, thank you for all you have done for us. Nothing to report today. Oh. Jetzt wein doch nicht. Es wird alles gut. Welcome. So, das können wir erstmal schön verkaufen. Many thanks. Will this one do? Many thanks. So, hat hier noch irgendjemand irgendwas, was wir nicht brauchen?
Oder waren das tatsächlich alle Goldbarren, die wir jetzt verkauft haben? Die Mietflasche noch ein. Ja, ich würde sagen, wir haben gut Geld gemacht. Wow. Zwei Süßigkeiten direkt nebeneinander. Was hast du? Hello there. Was hast du? Return soon, please. Fangen wir mal an, die Katzen zu füttern. Wir brauchen mal ein paar Magiekristalle. Nimm den. Hallo Hund. Hund, ich will mit dir reden. Hund? Muss doch wirklich ganz genau stehen. Ich will keine Veredelungskristalle. Immer nur Veredelungskristalle. Na mal hin. Immerhin was anderes. Oh mein. Oh, da oben ist ja auch noch eine. Die hatte wenigstens Spendierhosen an die Katze. Na, immerhin ein wenig was. Alles gut? Achso, wenn wir das Schwert nicht reparieren können. Nehme ich einfach das hier. So. Und dann können wir auch schon. Professor, have you heard? They say we finally located the enemy. It seems they're hiding in the sealed forest, right near the monastery. Lady Rhea has summoned all of the knights to return and take them down. And all of this is being done in secret. Why? To keep us... No. To keep you in the dark. Lady Rhea likely assumed you wouldn't be able to stop yourself from confronting the enemy if you knew their location. But that is not how the story ends, is it? Professor, we're at the ready. Order us to depart, and we'll fight at your side. No, I will not allow it. This discovery comes just when the knights are at their busiest. It is all too likely that our foes revealed themselves to lure you out there. They are the ones who took Geralt from you. I know how you must despise them, but I must ask you to rein in your personal feelings for now. Ich gehe. Keiner kann mich Please, aufhalten. Professor, do not act carelessly. I ask that you leave this to us. Losing you so soon after losing Geralt would be unbearable. Lady Rhea, Setteth, please try to understand our reasoning before you refuse. With most of the knights still far away, we cannot afford for you two to leave the monastery undefended. The enemy's strength is yet unknown. The only warriors who likely stand a chance are those who wield relics. With all that in mind, it's obvious who should be dispatched, is it not?
If the professor leaves, we will go as well. We've already made preparations and are ready to depart at a moment's notice. Surely you must see that we cannot wait any longer for the knights to gather. Please, do what must be done and give us the order. Professor, do you agree with this strategy? Yep. Understood. I will give you the order. Destroy the enemy that is hiding in the sealed forest. You have the protection of the goddess on your side. Whatever happens, you shall overcome. No matter what enemy we face, we will not fail. I promise you that. So, dann würde ich aber sagen, machen wir an dieser Stelle eine klitzekleine Pause. Sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wo wir dann gleich frische Emissionen aufbrechen können. Wir haben uns ja soweit eigentlich schon ganz gut drauf vorbereitet. Ich verabschiede mich erstmal, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.